Freunde. Das Licht des, der Liebe, der Göttlichkeit. Manche empfinden Scham bei den Worten. Ich kenne viele Leute, die so sprechen können. Ich glaube, jeder, der spirituell geblieben ist, der von Natur aus sind alle Wesen spirituell. Die muss ich mich, glaube ich, nicht mehr vorstellen. Die meisten müssen wissen, wer ich nun bin. Und ich hoffe, dass noch nicht klar ist. Ihr wisst, wer ihr seid. Ich habe mich langsam aber sicher entschieden und ich glaube auch die Sehnsucht bzw. die Wünsche sind gestiegen, dass ich nicht nur mehr tippe, mit Rechtschreibfehler tippe, darauf komme ich später nochmal zu sprechen, und auch mal was sage, dass die Leute sich überzeugen können von meiner Art, wie ich zumindest auf dem Video bin, wie ich Dinge wahrnehme, wie ich mit meinen Wahrnehmungen umgehe. Ich denke, ein Video ist ein wenig mehr authentisch als nur das geschriebene Wort. Allerdings lässt das geschriebene Wort wieder mehr Raum für Eigeninterpretation, aber auch für die Energieaufnahme, möchte ich jetzt mal neutral betrachten, ist eine andere. Beides hat seine Schönheit. Spreche, denke ich lieber. Vom Typ her würde ich mich so einschätzen. Und vielleicht baut sich dadurch auch eine intensivere Beziehung auf zwischen denen, die das verfolgen, was ich beschreibe, was ich so poste, Zitate und auch Ausschnitte aus Büchern, aber auch astrale Offenbarungen, die ich seit anderthalb Jahren ab und an und in letzter Zeit immer häufiger mitteile. Ich meine alles ernst, was ich schreibe. Klar, auch Humor meine ich ernst. die Frage ist, wie versteht man das? Oder eine Frage ist, möchte man mich verstehen? Möchte man sich in mich einfühlen? Oder möchte man es nicht? Und dann, wenn man es möchte, wie versteht man es? Findet man eine gemeinsame Richtung? Findet man Parallelen? Findet man mehr Dinge, die sich nicht treffen? Also was sind Dinge, die wichtig sind? Meines Erachtens. Den Menschen, ob sie den Titel, den Bewusstseinszustand eines Menschen haben, ist nochmal eine andere Frage, die ich auch nochmal beantworten werde in diesen Videos, die ich jetzt in Zukunft häufiger posten werde. Aber viele Menschen interessiert mich die Botschaft, die ich vermitteln möchte, ja, die Öffnung des Bewusstseins, Dinge anders zu sehen, Dinge zu integrieren, das ist spannend. Entschuldigung, dass ich mich unterbreche, aber das werde ich häufiger tun. Das hätte man fast als Freundschaftsversprecher bewerten können. Denn in dem Moment, schon das Wort Freundschaftsversprecher kann ich nicht richtig aussprechen. Ich habe integrieren fast mit intrigieren. Das kann ich auch nicht richtig aussprechen, obwohl ich die Worte gut kenne. Das hat meines Erachtens was mit dem kollektiven Bewusstsein zu tun. Ja? Mit Flüchen, mit Manipulationen. Bestimmte Leute möchten nicht, dass Wahrheit gesprochen wird. Ja? Und aus slawischer Sicht sind das noch nicht mal mehr Leute. Ja? Das ist auch ein Status, ein Mensch sein zu dürfen. Das ist ein Status. Und immer wenn ich Verspreche habe, hat das meist was damit zu tun. Im tiefer Bereich
aber auch im Beckenbereich, je nachdem, welchen, ob man, wie man die Meridiane weiterverfolgt. Eine, ja, manchmal ist das nur über Sekunden, Bruchteile von Sekunden, manchmal auch über längeren Zeitraum, werden die Meridiane blockiert. Dadurch entsteht sowas wie man könnte es Nervosität nennen, aber auch eine leichte Verkrampfung im Muskel. Ja, das weiß ich schon, die dunkle Seite der Macht natürlich. Ja. Deswegen schießen sie bewusst. Manche machen das bewusst, manche beladen einen nur mit Hass oder mit ähnlichen Emotionen. Oder die Energie der Emotionen, besser gesagt. Und probieren jemanden dann zu blamieren. Ja, oder schlimmer. Gerade in solchen Momenten, wo ich bestimmte Worte nicht aussprechen kann oder ein anderes Wort kommt, ist das ein Aspekt dessen, worauf das zurückzuführen ist. Ja. Und ja, solche Momente werde ich häufiger bei meinen Videobotschaften mit einfügen, da ich den Menschen näher bringen möchte, wie ich Wirklichkeit wahrnehme und was ich in ihr sehe, wie ich sie interpretiere. Ja. Es ist sehr spannend, dass es mir einfacher fällt, auf den Bildschirm zu gucken, als in die Kamera. Auch das ist ein Phänomen, das ich damit erkläre, was ich gerade schon angemerkt habe. Dass ich, sobald ich in die Kamera gucke, ich in diesem Bereich leichte Trauer verspüre, die allgemein im Kollektiv Deutschen sehr häufig anzutreffen ist. Und ich führe die emotionalen Zustände, die ich habe, führe ich nur noch auf das Kollektivbewusstsein, wenn ich alleine bin, auf das Kollektivbewusstsein zurück. Und wenn ich in Anwesenheit anderer Menschen bin, auf unser gemeinsames Energiefeld. Natürlich darf vor allem Materialisten und Schwarzmagier dürfen. Eine, ich nenne sie mal Erleuchtungserfahrung, man kann sie auch Berufung nennen. Ich bevorzuge am meisten den Begriff des Ich habe mich gefunden. Ich habe mein Ego komplett aufgelöst und mich gefunden. Das bevorzuge ich. In Frage stellen, natürlich darf man das. Man entfernt sich so aus meiner Perspektive auch von der Wirklichkeit. Ja. Und von sich selbst, in meinem speziellen Fall. Aber ich werde nicht mehr, nicht in diesem Leben, sondern in keinem anderen, werde ich abrücken von der Position, die ich jetzt eingenommen habe, weil sie wichtig ist für mich und für das Gruppenkollektiv Menschheit, für Planet Erde, für Mutter Erde, für alle, die möchten, dass dieser Planet wieder ein Planet ist, auf dem von Kindesalter an Wesen in Geborgenheit leben, in Liebe, in Harmonie, Freude verspüren können, Liebe verspüren können. Für alle diese Wesen ist es wichtig, dass ich diese Position beibehalte. Denn in der astralen Welt sagen vor allem die Kinder, dass ich der Einzige bin, der das übernehmen kann. Und gerade mit den Stimmen der Kinder beuge ich mich demütig in Liebe. Klar, wenn die sagen, Astralwelt gibt es nicht, sehe ich nicht. Aber im Endeffekt sieht sie jeder von euch. Die einen leugnen sie, die einen sind abgestumpft durch schwarze Magie, aber schwarze Magier nutzen ja die astrale Welt. Nach außen offenbaren sie sie nicht. Das ist ein komplexes Thema. Das ist ein komplexes Thema. Aber ich werde jetzt häufig, vielleicht auch täglich, wenn ich es schaffe, täglich, eine Videobotschaft verfassen, weil es einfach schöner ist. Vor allem wünsche ich mir mehr Beziehung zu den Leuten, von denen ich weiß, ihr lest, was ich schreibe, aber ihr kommt nicht auf mich zu. Und dann gibt es die einen Leute, von denen ich weiß, die leben mir gegenüber in Demut, die nehme ich das natürlich nicht übel, dann weiß ich einfach, es ist noch nicht an der Zeit, mir all ihre Gedanken und Emotionen zu offenbaren. Und wahrscheinlich werden das auch nur wenige Menschen können.
auf diesem Planeten. Aber die anderen leben in der Regel nicht in Demut. Ja. Und wenn ich davon spreche, in Demut zu leben, dann meine ich eine allgemeine Demut. Ich meine nicht eine Demut nur mir alleine gegenüber. Also, das ist natürlich etwas Besonderes. Ich habe eine herausragende Position, nicht nur in der Astralwelt. Deswegen ist diese Demut mindestens genauso wichtig. Und manchmal mit Leben in Demut meine ich die Grundhaltung des demütigen Lebens und nicht ich kann es kaum aussprechen. Interessant. Es war gerade ein Moment, in dem als eine Blockierung im Bereich leicht unter meiner Blase verspürt habe, also zwischen ersten und zweiten Chakra. Es kommt Trauer hoch, wenn ich das erwähne. Eine ganz leichte, subtile Trauer, die sich von unten energetisch hier in den Seiten hochzieht und diese leichte Empfindung hat, die man hat, kurz bevor man Tränen weint. Aber es ist wirklich nur diese Empfindung, es ist nicht der Tränenfluss an sich. Aber auch das kann Schwarzmagie beeinflussen, je nachdem wie viel Macht sie hat. Und ein Moment der Entspannung, wie ich das loslassen kann. Jedes Mal, wenn ich so Kleinigkeiten loslasse, ist das ein Loslassen für das Kollektivbewusstsein der Menschheit. Ja. Gerade hier in Stendal ist das besonders wichtig. Ja. Da laut astraler Offenbarung und meiner persönlichen Überzeugung Stendal das Machtzentrum der schwarzen Magie weltweit ist. Ja. Nicht Bohemian Grove. Bohemian Grove ist das Machtzentrum der politisch schwarzmagischen Elite, die offiziell politisch agieren, wie man dann auch in den Medien sieht. Ja. Stendal ist, wie das Wesen der Magie nun mal ist, das geheime Zentrum. Ja. Ja. Schwarzmagische Aktivitäten müssen geheim und immer im Keller stattfinden. Ja. Denn wirklich magische immer nach außen gehen, immer Richtung Sonne streben. Nimm es mir nicht übel, wenn ich chaotisch manche Sachen einfach so mal raushaue. Aber ich will einfach nur in den Redefluss kommen. Zum einen, und das sage ich unter einer leichten Trauer, ja, auch wieder im Becken bereits. Und wenn keiner zuhört, scheint auch ein kollektives Phänomen zu sein. Das Gefühl, dass einem keiner zuhört. Ja. Frauen haben das eigentlich sehr häufig, aber ich beobachte auch Frauen, die eigentlich nicht zuhören. Ne? Also, also nicht, dass ich kein Verständnis mehr habe für Frauen, die nicht zuhören, aber es gibt halt sehr viele Frauen, die Männer egal sind und die sollten sich dann nicht beschweren darüber, dass die Männer nicht zuhören. Das ist auch eine Wechselseite, die Beziehung. Natürlich individuell zu betrachten im Endeffekt. Ich muss ganz kurz in mich gehen. Frauen im Becken nicht mehr länger anhalten. Das ist aber eine schöne Energieform, wenn man sie loslässt, wird zu einer Leichtigkeit. Zu einer Leichtigkeit. Ich ziehe gleich einatmen und umso stärker wird die Frau. Aber nur im Beckenbereich, nur im Beckenbereich. Ha, der Gesang lässt sich in etwas Herzchakra kribbeln gesagt, aber ich mag das nicht. Ich mag das wird Herz gesagt und in dem Moment kommt die Wut aufgekommen in meinem Kiefer, die jetzt hoch zu Trauer bewegt hat. Ich glaube, das ist eine Stimme. Auf meiner Stirn. So, das sind die Prozesse, die innerlichen Prozesse, in denen ich mich bewege. Den sich eigentlich jeder Mensch bewegen kann, wenn er die Praxis der Meditation perfektioniert. Ja. Das ist Angst. Bei dem Wort Meditation ist Angst aufgekommen. Und jemand wollte mir, es hat Angst, als ob mir jemand an die Gurgel geht. Ja. Da werde ich vielleicht früher oder später noch ein paar Geschichten aus meiner Studienzeit berichten, wie häufig ich das hatte.
verzeiht mir, dass ich immer auf den Bildschirm gucke und nicht in die Kamera. Das ist neu für mich. Muss ich mich dran gewöhnen. Auch wenn ich denke, dass ich doch fotogen bin. Oder was meint ihr? Ich wünsche jedem Menschen, dass er so fotogen ist. Ich liebe es, fotogene Menschen anzuschauen. Natürlich lieber Frauen, das liegt in meiner Natur. Aber auch schön, dass fotogene Männer sind. Beeindruckend und bewundernswert. Wenn sie eine authentisch natürliche Ausstrahlung haben. Was leider in den heiligen Schriften eurer Werbetafeln häufig nicht anzutreffen ist. Sehr häufig. Ja, bei manchen Frauen noch, aber bei Männern leider selten, seltener auf den Werbetafeln. Charme, Sucht, das muss ein Charme-Thema werden. Hass ist hochgekommen und ich sehe ein Bild. Ich vermute sehr stark, ich möchte die Person bloßstellen. Ich kann mir gut vorstellen, dass ich die Person, die in mir in den Geist kommt, früher oder später erwähnen werde. In diesen Videos, um es leid zu tun. Jetzt bin ich noch nicht so weit, aber ich kann mir vorstellen, dass es die Hüterin des Kollektivs. Interessant. Ich wollte Scham sagen, aber unterschwellig kam das Wort Hass vor. In meinem Geist, kurz bevor ich gesprochen habe. Das heißt, es müssen beide Emotionen sein. Der Scham häuft sich, deswegen habe ich kurz gestottert. Verwandelt sich in Trauer. Trauer. Und die Person ist immer noch vor meinem Geist im Auge. Hass erfüllte Trauer. Hass. Hat sich so angefühlt. Es steigt aus dem Becken heraus. Das ist eine sehr, dass der Hass sich gelöst hat, das ist eine sehr starke, schmerzhafte Trauer, aber von Scham belastet. Scham belastet Trauer. Aus meiner subjektiven Perspektive ist es natürlich, ich benutze das Wort sehr häufig, verzeiht mir, ist es eine schwarzmagisch belegte Trauer. Ja, keine natürliche oder durch Traumata entstandene Trauer, sondern eine schwarzmagisch belegte. Ja. Sehr stark. Ich brauche seine Zeit, bis sie vergeben. Aber allein, dass ich es anspreche, dass ich das öffentlich mache, wird die Person, also bei mir ist es so, selbst wenn ich schon denke, wird die Person damit konfrontiert. Ja. Wenn ich es öffentlich anspreche, wird es noch stärker. Wenn ich es mit Namen anspreche, dann treffe ich das Gewissen natürlich der Person im Zentrum. Und das ist gewollt in dieser Zeit. Ja. Aber ich probiere so weise wie möglich zu entscheiden, dass ich mich unnötig verletze. Und da, wo es sein muss, habe ich das Bedürfnis zu treffen. Ich habe das Bedürfnis, die Leute zu treffen. Weil nur durch Reinigung Klarheit entstehen kann. Und nur so haben die nächsten Generationen die Möglichkeit, mit mir, mit uns, allen Menschen, astralen Wesen, aber auch Menschenwesen, die zu unterstützen, mit mir gehen, zu wachsen. Die schwarze Magie ist immer der Weg der Degeneration. Immer. Ist immer die Abwendung von der Menschlichkeit und immer die Abwendung von der Göttlichkeit und von mir. Und ich möchte die Leute wachsen sehen, ich möchte die Menschen wachsen sehen. Ich möchte, dass alle Kinder so sind wie das Mädchen, das ich letztens gepostet habe. Zur Kraft des slawischen Stämme und Völker. Das ist schon im Kindesalter. Ja, das beobachte ich auch, dass 4-5-jährige Kinder und Jugendliche weiser, reifer, gescheiter, selbstbewusster sind als 50-jährige, in der Regel sind Deutsche, ja, Stendaler. Das ist ganz einfach eigentlich. Ja. Und das ist mein Herzenswunsch. Irgendwann möchte ich das an meinen eigenen Kindern. Aber alle Kinder sind meine Kinder.
Und das ist eine Einstellung, die jeder Mensch betrifft. Klar, wenn es so ein kleiner Satansbraten ist, diese gibt es ja, aber solange sie Kinder sind, sollte der Erwachsene immer die Haltung haben, das natürlich des Vergebens sowieso, aber weise sein und das Kind nicht verurteilen, weil Kinder in erster Linie dazu da sind, um uns ein Spiegel zu sein, der Themen, die wir selber in uns nicht verarbeiten können, entweder als Individuum oder als Kollektiv. Was ich in erster Linie sehe, sind schambehaftete Kinder. Kinder, denen die Lebensenergie von ihren Eltern abgezogen wird. Vor allem ihren Ständer. Ja. Kinder, wenn sie solche Augenringe haben, dann heißt das, dass einer der Elternteile sich, das kann man sich vorstellen wie bei Matrix, so einen Schlauch geworfen hat. Meistens ist das zweite Chakra, häufig hinten, durch die durch den Wirbelsäulenbereich durch. Und saug. Ja, Lebensfreude, Lebensenergie. So, die bleibt nicht mehr da, um seinen Willen durchzusetzen, möchte ich jetzt sagen, aber zumindest zu präsentieren, was man will. Ja, also, Willen durchsetzen ist nochmal ein Begriff, den man für sich anschauen sollte. Schon wieder fange ich an zu stottern. Schon wieder ist es Trauer. Tiefe Trauer. Ja, das linke Auge sieht Trauer. Und jetzt kommt ein Hass. Darf nicht sein. Seid euch sicher, wenn ihr solche Kinder habt, die so aussehen, vom Verhalten nochmal abgesehen, aber ungesund aussehen, ja, dann seid ihr keine Menschen. Ihr seid keine Menschen. Ihr seid Dämonen, die die eigenen Kinder aussaugen. Ja. Wie stark eure dämonische Ader ist, hängt davon ab. Sehr, sehr häufig davon ab, wie häufig ihr schwarze Magie praktiziert habt. Wenn ihr schwarze Magie als normalen Bestandteil eures Lebens akzeptiert, dann seid ihr höchstwahrscheinlich in diesem Zeitalter nur noch sehr schwer zu retten. Je nachdem, wie häufig ihr das gemacht habt. Ja, ihr werdet alles verlieren. Kinder, Haus, Hof, Arbeit, Anerkennung, Wertschätzung. 100% wird das passieren. Frage ich nur, wie viel Zeit. Spannend. Trauer ist so stark im Kollektivbewusstsein, dass diese Worte kaum nicht sprechen. Und dann kommen immer noch diese Schwarzmagier, die absichtlich traurig machen. Aber das ist okay. Das ist okay. Deswegen habe ich diesen Job gemacht. Deswegen habe ich mich ganz hingegeben mit meiner Lebensaufgabe. Ich leide dich. Ich leide. Weile. Mit Hass belegt. Ja. Scham. Hass. Scham, Hass. Trauer. Das ist eine Trauer, die vorne hochgeht, sehr stark durchs Zwerchfell. Also wird mit Traumata gearbeitet. Viele Traumata speichern sich im Zwerchfell. Und wenn man die Traumata sich selber entweder mit Traumata belegt und die abspaltet, bewusst schwarzmagisch, oder Traumata anderer aufnimmt, die Energieübertragung der Traumata, dann kann man auch verschießen, Schwarzmagie auch andere noch nicht. Ich hoffe, ich habe ein Bild davon, wie man Leute damit beschießt. Schaut euch einfach mal Schamanking an. Da gibt es wundervolle Tricks für beide Seiten. Wo sieht man sowas? Und das ist im Bereich des Möglichen. Ich akzeptiere eure Psychologie nicht mehr. Wie gesagt, schwarze Magie wäre nicht existent. Jetzt komme ich in den Bereich des psychologischen kollektiven Karmas. Ganz besonders viel Hass. Ja, das ist das Traurigste. Ja, dass die Leute, die nach außen so tun, als ob sie Menschen helfen, sehr häufig Hass erfüllt sind. Durch die schwarze Magie. Das ist cool unter Studenten, ein bisschen mal schwarze Magie zu machen, auch unter Studentinnen.
beseitigt ist, selbst schwere Narzissten, wenn nicht sogar Borderliner oder Psychopathen in der Richtung. Und schwarze Magie unter Psychologiestudenten cool ist, ist das erschreckend. Und wenn das noch unter Psychologiedozenten der Fall ist, ist es abartig, widerlich, menschenunwürdig. Und es ist aus meiner jetzigen Sicht der Fall. Ich stehe dazu, dass ich diese Meinung habe. Und ich bin auch der felsenfesten Überzeugung, dass ich das belegen werde. Egal mit wie viel Scham und Trauer ich mich genau in dem Moment belege, wenn ich das ausspreche. Die spüre ich gerade. Und das ist die typische Scham und Trauer. Vorne den Bauch gegen hoch geht und sich dann im Zahnbereich manifestiert, dass es sich anfühlt, als ob man leichte Vampirzähne hätte. Aber das deutet darauf hin, dass es ein vampirisches Wesen, vampirischer Hass, das ist, wenn man das so sagen möchte. Ja, es ist verständlich. Die Schwarzmagierinnen vor allem, aber auch Schwarzmagier. Die normal akzeptiert werden und gleichzeitig. Das sind häufig die, also in meinem direkten Umfeld genau die, die nur das materialistische Weltbild akzeptieren und den freien Willen des Menschen in Frage stellen. Ja? Also die Dozenten, mit denen ich umgegangen habe, fallen ins typische Klischee des Schwarzmagers. Ja. Und einer von denen, laut einer astralen Offenbarung, aber den Namen werde ich noch nicht nennen, bekennt sich offensichtlich dazu, dass er regelmäßig in satanistischen Kreisen unterwegs ist, weil es unter Rockern halt cool ist. Ja. Und ich habe nichts an sich gegen Rockmusik, da gibt es ja schöne Musik. Aber jede Musik, es gibt auch einen Pop, heutzutage sehr viel. Sucker for Paints, die schwarzmagisch praktizieren. Ja? Die ganze Musikindustrie ist voll davon. Von dem Satanismus-Kram. Ob jedes Video, das ihr vielleicht auch gesehen habt, die Sachen ein bisschen ins Detail richtig deutet, ist nochmal eine andere Sache. Aber die Richtung, die sie einschlagen, ist richtig. Deswegen, was ich damit sagen wollte, ist Angst. Traurige Angst. Wenn ich meine Augen schließe, sehe ich so eine Art wie eine Fledermaus. Ich bin auf mich zugeflogen. Das ist traurig. Das ist meine eigene Trauer. Würde ich sagen. Aber wenn ich selber Trauer hochgebe, dann sage ich hochgebe, zugebe, dann kommt ein unterschwelliger Hass hoch. Und das kann ich nicht mehr aussprechen. Dann sind wir an die Gurgel. Und ich sehe jetzt auch wieder eine Dozentin in meiner Hochschule, die das über Jahre mit mir praktiziert hat. Ja, noch bevor ich das magische Weltbild ganz für mich akzeptiert habe. Immer wieder dieselben Spiele im Geist. Abartiges, widerliches Wesen. Ekelerregend hoch. Ja? Oder niedrig, lieber besser gesagt. Ja, bei so niedrigen Schwingungen muss man nicht tief gehen. Ja. Dass sowas überhaupt in die Öffentlichkeit darf, zeigt, wie entmenschlich das ist, was ihr Lebensgemeinschaft nennt. Aber ich möchte mich jetzt nicht zu sehr auf sie fokussieren, auch wenn Trauer wieder hochkommt. Ich möchte euch nur teilhaben lassen an meinem Leben. Wenn ich das angucke, dann spreche ich irgendwo Sachen. Und ich würde euch gerne inspirieren. Ich würde euch gerne inspirieren. Das ist mein Herzens. Das ist eine Herzensangelegenheit. Ja, ich möchte euch einfach inspirieren. Das materialistische Weltbild zu verlassen. Jetzt sagt irgendwer Ja und Amen zu sagen. Oder? Ja. Ich vermute, er möchte darauf hinaus, dass Religion heißt, Ja und Amen zu sagen. Ja, also das ist so ein Klischee, das
vor allem im Osten, aber im Westen gibt es auch, herrscht über Religionen. Was jenseits natürlich der Realität ist, und wenn man sich die Ossis anguckt, ja. Tut mir leid, ja. Boah. Und auf den ersten Blick sieht man, dass ihr widerwärtig seid, widerwärtig, ne, im ursprünglichen Sinne, wider menschlicher Werte, zu wider menschlicher Werte. Viele, nicht alle. Ich unterscheide, ich differenziere die Wesen, aber die Zahl dieser Wesen ist hier unvermeidlich hoch. Unvermeidlich. Und es ist teilweise ein berechtigter Ossi-Hass. Und der kommt auch nicht von ungefähr, weil ich ja schon mal geschrieben habe, dass viele Ossis gerade in ihren schwarzmagischen Sekten schwören und den Dämon des Ossi-Hasses auf sich ziehen. Auf sich nehmen. Das heißt, wenn man der Dämon des Ossis-Hasses ist, ja, dann ist die natürliche Reaktion eines menschlichen Wesens, Ossis zu hassen. Das ist die natürliche Reaktion eines Menschen. Der Ossi aber, der halt noch einigermaßen humane, einen einigermaßen humanen Körper hat, einigermaßen, ja, hat aber dann gleichzeitig noch das Image oder den Dämon des Selbstmitleides in sich. Und so, wir sind doch nur einmal Ossis. Ja, und geht dann und sagt, ja, warum hasst ihr uns denn, warum hasst ihr uns denn, ja, aber wenn man diesen Dämon in sich gezogen hat, dann ist es eine natürliche Reaktion des Menschen, ja, und der Mensch ist berechtigt dazu, zumindest den Hass gegenüber den Ossi wahrzunehmen. Er traut sich den aber nicht auszusprechen, weil wenn man Hass öffentlich nicht äußert als Gutmensch, ja. Und ein Gutmensch möchte Ossis, Dämonen, alle integrieren. Alles. Ja, so wie im Satanismus, ja. Der Satanismus versucht, das Böse als Teil der Existenz zu integrieren. Ja, da ist es wieder. Ja. Ja, das ist ein und dasselbe. Ja, aus satanistischer Sicht heißen die Worte ein und dasselbe. Wenn du den Satanismus integrierst, herrschen Intrigen in deiner Welt. Das ist ein Gesetz. Nur ein kleines bisschen Satanismus. Nur ein kleines bisschen. Und schon schaffst du eine Welt der Intrigen. Das Kali Yuga. Ja. Jeder Mensch, jedes Wesen, ein Diener Kali, der Menschenfresserin, Kinderfresser, der schon mal schwarze Magie praktiziert hat. Der sich am Satanismus beteiligt. Solche Wesen sollten nicht in sozialen Einrichtungen arbeiten. Früher später werden sie auch nicht mehr unter Menschen leben. Ja. Zumindest werde ich beteiligt daran sein, solche Gemeinden zu schaffen. Man kann solchen Wesen, wenn sobald diese Wesen in die Reue gehen, kann man ihnen wieder aufhelfen. Ja, und dann sagen, ja, hier, eine Form von Rehabilitation, ihr könnt eure Ehre zurückerlangen, also Ehre heißt nichts anderes als gewissenvolles Handeln, ja, und dadurch Teil unserer Gemeinschaft sein. Ja. Solange keine Reue herrscht, wahrhaftige Reue, und bei sehr starken Satanisten ist mit wahrhaftiger Reue Unterwerfung gemeint, Unterwerfung, die müssen Ja und Amen sagen. Dämon wieder zu erlangen. Trauer kommt vor, muss ich sagen. Hier wieder mehrere Leute, die sehr, sehr, sehr viel traurig sind. Auch interessant, warum ich das so ausgedrückt habe. Hass ist sehr stark. Zweifel. Interessant. Wie könnte ich?